Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Whisky-Video von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys hier erlebe und bewerte, wie erlebe ich sie hier. Ich mache ja Blindverkostung auf meinem Kanal, ich bin aber nicht blind. Und die Bewertung ist ja ganz einfach, was wäre ich bereit für eine Flasche zu zahlen? Und dann suche ich mal auch eine Flasche aus von den 70 Flaschen, die ich hier stehen habe. Und zwar, zack, das ist die Flasche Nummer 9. 7, 8, 9. Hier hinter ist eine Zahl. Diese Zahl sagt erst aus, was das hier für ein Whisky ist. Und dann probiere ich jetzt erstmal. Und dann werde ich mal gucken, was habe ich hier im Glas. Und dann sage ich den Preis. Und dann werde ich gucken, auflösen und euch erzählen. Ihr wisst es ja schon, was ich hier im Glas habe. Ihr seht es ja im Titel. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt nicht. So. Keine Ahnung. Guter, schlechter. Vielleicht mache ich einen guten Whisky nieder, einen billigen Whisky lobe ich hoch, kann alles passieren. Der Whisky ist sehr sprittig, Zitrusnoten. Ja, erinnert mich wirklich ein bisschen auch an Lösungsmitteln. Nicht ganz so mein Ziel. Also so ein Whisky kann alles möglich sein. Ein preiswerter Bourbon, ein Ire, ein Schotte. Auf jeden Fall ein Geruchsprofil. Er hat zwar was, also ist jetzt nicht so, dass ich hier wie ein Wodka reinrieche, aber es ist nicht wirklich, keine Tiefen, es muss ein junger Whisky sein. Ja, ich könnte mir vorstellen, es ist ein Bourbon, ja, aber sicher bin ich mir nicht. Ich bin aber noch am Überlegen, aber irgendwas Schönes hat, was ich hier erzählen kann. Vielleicht hat das doch was mit Sherry zu tun. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht. So, jetzt wollen wir mal probieren. Also vom Aroma her ist er jetzt nicht der Kracher schlechthin. Ein schöner, leichter, ausgewogener Whisky kam auch ausgesprochen mit einer schönen, feinen Fruchtsüße, so eine Pfirsich-Fruchtsüße, eine feine aber nur rein. Sehr stringent, sauber durch. Dann habe ich ein bisschen. Ich bilde mir ein, heute bin ich wahrscheinlich ein bisschen überempfindlich in Sachen, was mit Rauch zu tun hat, aber ich bilde mir irgendwas mit Rauch ein, aber nicht viel. Und der Abgang ist ausgesprochen würzig, immer noch vorhanden, erstaunlich lang dadurch. Also er hat für mich einen langen Abgang. Würzigen Abgang. Wow, okay. Es macht es noch schwieriger, diesen Whisky zu bewerten, denn von der Nase her, ja, jetzt wird er ein bisschen besser. Ich könnte jetzt frech sagen, vielleicht kann man sich den Whisky auch schön trinken. Bin echt unschlüssig. Also, ich würde ja fast auf den Blend tippen, aber ich bin mir da auch da nicht sicher. Hm.
Ich sag mal was. Ich glaube, das könnte ein irischer, ich sag sogar, also erinnert mich stark an diesen Jameson Crest. Genau, da könnt ihr es sehen. Da steht da hinten, hat eine schöne Würze, Süße, aber ist jetzt nicht so unsagbar tiefgehend das Ganze, aber durchaus harmonisch und geradlinig und angenehm und lecker eigentlich. So, was wäre ich bereit für diesen Whisky zu zahlen? Ich finde, es ist ein sehr straighter, also so vom Geschmack her schön durchgehend, easy drinking Whisky. Schmeckt eigentlich. Hat auch noch ein gewisses kleines bisschen etwas. Ich wäre bereit für so einen Whisky 22 Euro zu zahlen. Ich finde, der hat durchaus so Kleinigkeiten. Also, ja. Aber es ist jetzt kein Wow-Whisky, wo ich sage, der kommt jetzt in die 30-Euro-Grenze dran, weil er irgendwie noch ein paar besondere Geschmacksnoten hat, die ich eigentlich dann bei der Klasse schon ein bisschen erwarte. Aber 22 Euro ist ein solider, schöner Whisky. Ich glaube, der hat irgendwas Bierfinish oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das ist das, was ich glaube, was dieser Whisky ist. Also, ich vermute mal, der muss es aber nicht sein. Aber ich sage hier, 22 Euro wäre ich bereit für diesen Whisky zu zahlen. Und jetzt löse ich auf. Das heißt, Kappe weg. Und Nummer sehen. Das ist die Nummer. Oh, jetzt muss ich ganz genau gucken. 45. Ja, 45 ist nicht gut zu sehen. Ich muss das, glaube ich, mal ein bisschen drüber streichen. Schreiben. So, 45. Ja, von der Farbe her. Bernstein. 45, ihr wisst es ja schon, 43, 44 und es ist der Chivas Regal 12 Jahre, 25 Euro. Das dritte Mal in meinem Programm. Habe ich ihn hier? Nö. Ich wüsste auch gar nicht mehr, dass ich den, habe ich den wirklich noch in meinem Programm gehabt? Junge, 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 Junge. 25 Euro, Schottland Blend. Ich hatte so, schon so einen Blend im Kopf gehabt, ja, aber okay, Crest, das ist, müsste auch ein Blend sein, ne? Müsste ja, ich glaube, das ist Triple Distilled. Celebrating, weiß jetzt nicht, steht hier jetzt nicht drauf. Aber egal, das ist auf jeden Fall ein Blend. Chivas Regal, 22 Euro, habe ich gesagt, 25 Euro hat er gekostet. Dann kommt natürlich auch ein bisschen, ja, meistens bei diesen Blends immer ein ganz kleines bisschen Rauch dabei. Also eigentlich nur zum gleichen Betonen. Gut. Ja, das war's dann vom Blind Whisky. Von meiner letzten Frage, die ich habe, ist, welchen Chivas Riegel, außer den 12er, den kennt man ja noch. Normalerweise, ich habe auch mal den, ich glaube, 18-Jährigen, der war jetzt irgendwie nicht, glaube ich, so mein absoluter Favorit, sage ich ganz ehrlich. Der war nicht wie ein 18-Jähriger, aber vielleicht kennt ihr ein Chivas Regal, wo ihr sagt, den sollte ich mal probieren, den sollte ich vielleicht mal in meinem Programm aufnehmen oder mal ein Review machen oder wenn ich mal eine Chance habe, den irgendwo zu kaufen und zu sagen, hey, ein Sample kaufen zum Beispiel, kauft davon mal ein Sample. Ich will mal, dass du ein Review davon machst. Ja, darüber würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten natürlich auch mal ein Like. Das habe ich selten gemacht, aber jetzt sage ich auch mal ein Like. Ne? Ansonsten sage ich nur noch, das ist das Allerwichtigste. Habt viel Spaß mit euren Whiskys. Tschüss dann.